Ja, hallöchen, Erfolgstipp von heute. Taxifahrer. Also Taxifahrer per se ist ja kein Erfolgstipp. Aber ich habe einen ganz coolen Stefan Süß, Taxifahrer in München. Und ich habe jetzt einfach eines gesagt. Ich werde jetzt einfach regelmäßig auch darüber berichten und coole Taxifahrer auch hier reinhauen. Und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du das auch teilst. Und ja, wie ist das so mit Taxifahrer? Ich habe da schon Sachen erlebt. Boah, da sträuben sich einem teilweise die Nackenhaare von Ortsunkundigen, von Unhöflichen, von Leuten, die gar nichts verstehen, von Leuten, die vielleicht, naja, leicht übertrieben, vielleicht gar nicht wissen, was Wasser und Seife ist. Und ich freue mich einfach, weißt du, wenn ich in eine Stadt komme, wenn ich vorher anrufen kann, hallo, dann und dann bin ich da, können Sie mich bitte im Hotel abholen, können Sie mich am Bahnhof abholen, können Sie mich am Flughafen abholen. Und dann steht der Taxifahrer, der Mensch, den ich kenne, der Mensch, den guten Service anbietet, steht dann einfach bereit und macht einen coolen, guten Service, ja. Und weißt du, ich mag auch Menschen, die fair sind, Taxifahrer, die wirklich den direkten Weg machen. Und da habe ich schon Unterschiede erlebt, wo ich einfach denke, muss man sowas machen? Okay, egal. Ich freue mich auf alle Fälle, Stefan Süß zu empfehlen. Ich hau nachher noch seine Telefonnummer rein, sein Name. Und wenn du mal in München bist, dann ruf ihn einfach an, sag ihm ganz liebe Grüße von mir. Und dann holt er dich ab und ey, das ist eine coole Geschichte, ja. So, wenn ich natürlich ein bisschen weitere Strecke mache oder so, dann hole ich mir auch eine Limousine. Aber hier, Taxifahrer München, danke fürs Weitergeben. Alles Liebe, ciao, bye bye.